Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! 3. Mai 1943. Kurz nach 10 am Abend. Die Situation sieht folgendermaßen aus. Wir haben Auftrag erhalten vom BDU für den Gibraltar-Durchbruch. Kurz vorneweg, ich habe dort auch Luftaufklärung angesetzt. Das kann man hier im Hauptquartier unter der Forschung machen, wie zum Beispiel hier auch im Bereich England kann man Luftaufklärungen durchführen lassen, um dort U-Boot-Gegenmaßnahmen aufzuklären zum Beispiel. Das kann man auch hier drüben, also hier unten in Gibraltar machen. Mal schauen, vielleicht hilft uns das ja, hier ein bisschen besser durchzukommen. Wir haben allerdings jetzt auch noch eine andere Option, bevor wir hier Richtung Gibraltar marschieren. Und das ist nämlich hier drüben U-320, hält aktuell Fühlung an einem Gleitzug. Dort wurde auch ein Flugzeugträger gemeldet, scheint alles ziemlich gut gesichert zu sein. Natürlich auch einige Frachter mit dabei, deswegen würde ich mal sagen, das ist ja gleich um die Ecke. Setzen wir Kurs und laufen mit AK drauf zu, schauen uns das erstmal an, bevor wir hier Richtung Gibraltar weiter marschieren. Wenn wir dann hier durchgekommen sind, irgendwann demnächst, sollen wir, glaube ich, La Spezia anlaufen und uns da mal melden. Und ich denke, dann werden wir sowieso erstmal eine ganze Weile hier im Mittelmeer operieren. Mal schauen, wie lange. Das ist mal so der grobe Plan. Also schauen wir mal. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Wir marschieren mal in diese Richtung, werden dann demnächst auch mal rundhorchen lassen. Schwer zu sagen, was jetzt hier gerade passiert. Oh, wir haben jetzt schon Sichtkontakt. Okay, ist das jetzt schon der Konvoi? Das wird er wahrscheinlich schon sein. Sind die tatsächlich so weit entfernt? Wir schauen mal. Hatte die jetzt noch nicht so nah vermutet. Aber nachdem schon Sichtkontakt gemeldet wurde, kann man hier schon irgendwas erkennen mit dem Uzo. Müssten ja... Ah, okay, hier drüben. Alles klar. Relativ weit auseinandergezogen. Rauchwolken hinter der Kim deutlich zu erkennen. Dann halten wir mal noch ein Stückchen weiter drauf zu. Schauen mal, was die für einen Kurs haben. Die fahren uns aber, ich glaube, ziemlich genau entgegen, wie das aussieht. In etwa so geschätzt. Dann nähern wir uns der Sache mal ein wenig an. Es ist jetzt natürlich wunderbar. Wir haben kurz vor Mitternacht. Es ist also relativ dunkel. Das werden wohl schon die ersten Sicherungsfahrzeuge hier drüben sein. Kann jetzt auch schon die Aufbauten erkennen. Das, denke ich, sind beides Kriegsschiffe. Es kam jetzt auch kein weiteres Funktelegramm von U-320, aber es hieß ja, dass die Fühlung halten. Deswegen muss das dieser Konvoi sein. Wir können natürlich gleich mal kurz rundhorchen lassen. Nicht, dass wir uns doch irgendwie vertun, aber wie dem auch sei. Wir werden auf jeden Fall hier mal dran gehen und schauen, ob es hier irgendwas zu holen für uns gibt. Ich schaue jetzt nur gerade mal, ob wir hier schon den Träger erkennen können. So, die sind aber schon deutlich zu sehen und das sind auch alles ziemlich dicke Pötte hier. Also das dürfte sich lohnen, wenn es uns gelingt, hier dran zu gehen. Das ist auch Geleitsicherungsfahrzeug Lage 0. Läuft genau auf uns zu. Ja, ich denke, es ist eine ganz gute Idee, vielleicht jetzt schon auf Tauchstation zu gehen. Wir geben das aber noch einmal kurz durch. Wir sind ja hier noch in sicherer Entfernung, können also hier nochmal schnell funken, dass der BDU Bescheid weiß. Dann haben die auch die genaue Position des Geleites, weil er ist ja doch ganz schön weit jetzt mittlerweile entfernt. Ich hatte halt gehofft, dass es hier vielleicht dann zu einem Zusammentreffen kommt, aber ja, das wird nicht der Fall sein. Das sind ja fast 100 Kilometer, dass wir hier zu zweit operieren können. Aber okay, wir gehen einmal runter in den Keller. Einmal Seerohrtiefe. Umschalten auf rotes Licht. Kein Wasser im Boot. Ja, minimal. Wir lassen trotzdem jetzt einmal kurz lenzen. Solange wir noch relativ weit oben sind. Eberhard ruht sich aktuell noch aus. Den wecken wir mal auf. Der darf hier mal Instandhaltung durchführen. Und auch der Johann darf da einmal dazu helfen. Wir werden jetzt keine AK-Fahrt benötigen, denke ich. Deswegen passt das schon. Die sollen sich mal um die Aale kümmern. Gut. Boot ist auf Seerohrtiefe. Dann gehen wir einmal auf kleine Fahrt. Ah, die kommen uns direkt entgegengeschippert. So, geht schon los. Geht schon los. Was haben wir denn hier vorliegen jetzt? Ist der jetzt hier ausgebrochen aus dem Verband? Haben die uns auf Blöd schon erkannt? Wäre natürlich nicht auszuschließen.
Ah, der gondelt hier irgendwie rum, der hat schon irgendwie eine Vermutung. Wir bewegen uns mal in diese Richtung hier. Schauen wir mal, was passiert. Also, ein Zerstörer ist aktuell aus dem Verband ausgebrochen und schippert irgendwie in diese Richtung. Jetzt schauen wir mal. Der Rest scheint ja hier eine fixe Formation zu fahren, ist zumindest jetzt mal der erste Eindruck. Okay, interessant. Was haben wir hier dann für eine Distanz ungefähr? Das wäre schon eine gute Schussdistanz. Wir setzen ein kleines Stückchen zurück. Beenden den Alarmzustand aber nochmal. Torpedowartung durchführen, bitte. Okay, er hat, glaube ich, nee, er hat... Moment, Moment, Moment. So. Und einmal stoppen. Dann warten wir jetzt mal, bis die aufkommen. Sehen zu, dass alle torpedoschussbereit sind. Moment mal. Drehen die hier alle? Kann das sein? Ah, die fahren schon Zickzackkurse. Ich fürchte fast, dass die uns schon erkannt haben. Schauen wir mal. Oh, das ist doch noch ein weiteres Boot dran. Alarm! Feindlicher Zerstörer in Sicht! Wir warten mal einen Moment ab. Nur nicht hudeln. Sichtweite ist natürlich auch überschaubar. Das könnte alles durchaus ein bisschen besser sein. Kleine Fahrt, Rückwärtsgang. Naja gut, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon gelernt, in der jüngsten Vergangenheit, sage ich mal, die scheinen ja irgendwie doch ein bisschen besser geworden zu sein. Das war jetzt zumindest mal mein Eindruck. Ah, Moment mal, das ist doch ein anderer Konvoi, seht ihr? Das war hier wahrscheinlich der gemeldete Konvoi, wo U320 Füllung hat. Gut, aber das macht ja nichts. Dann haben wir jetzt unseren eigenen Geleitzug hier. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen brenzlig hier. Hier hinten haben wir ein Geleitsicherungsfahrzeug. Wir bleiben mal gestoppt liegen und schauen mal, dass wir den hier in Sichtweite bekommen. Und wir wechseln hier einmal durch. Stellen ihm noch einen dazu und rechnen hier schon mal Kurse. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. So, da fährt auch mittendrin noch einer. Hier schippert einer rum. Also die sind schon irgendwie aufgeschreckt hier. Ist aber auch gut gesichert. 1, 2, 3, 4, 5 Kriegsschiffe. Ist das hier auch ein dicker Pott? Kann das sein? Nee, ist auch nur ein ganz normaler Zerstörer, der mittendrin fährt. Okay. Ja, die Außensicherung würde ich tatsächlich in Ruhe lassen und wirklich nur auf die Frachter gehen. Ich meine, wenn das so bleibt, dann könnten wir tatsächlich ihn angreifen. Und ich würde das auch eher mit möglichst wenig Risiko machen alles. Also hier nicht zu viel wollen. Wenn wir einen rausschießen können, ist gut. Aber dann haben sie uns eh schon ordentlich am Wickel, fürchte ich. Was haben wir denn hier dann für eine Schussdistanz? Okay, das, ja, das geht schon noch klar. Das ist alles okay. Jetzt schauen wir mal, ob die hier noch weiterhin irgendwie ein bisschen rumzacken. Ja, also kann man schon was mit anfangen hier. Das ist eine brauchbare Ausgangssituation, würde ich mal sagen. Vorsichtig ausgedrückt. Warum nicht auf die Außensicherung zu gehen? Also es sind ganz schön viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist viel zu viel. Da ist mir das Risiko zu hoch und die Aale zu schade. Wir schauen lieber, dass wir hier auf, dass wir hier zumindest mal einen der dicken Pötte mitnehmen. Aber auch wirklich nur erstmal auf einen schießen und dann wegtauchen. Frage Tiefe ist auf jeden Fall tief genug. Hier können wir weit runter gehen. Und ich würde tatsächlich dann auch wieder, wenn es geht, mit einem Täuschkörper hier agieren. So, wen haben wir denn da? Da werden wir mal einen Torpedokurs berechnen lassen.
Suren darf noch mit dazu helfen. Na gut, also die haben wieder ganz normale Formation eingenommen. Ich hatte den Eindruck, die waren kurzzeitig mal aufgeschreckt. Aber die scheinen sich ja wieder ruhig zu verhalten hier. Die Brüder. Elk Island. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier den Kurs zeitig berechnet bekommen, dass wir hier direkt aus dieser Position dann noch feuern können. Wir können auch noch ein ganz kleines Stückchen näher dran gehen. Dann Täuschkörper legen, auf Tiefe gehen und vielleicht sogar unter den Konvoi irgendwie reintauchen und wirklich tief runter. Direkt Alarm tauchen, 160 Meter mindestens. Also ich denke, die Zeiten sind vielleicht vorbei, dass wir hier einfach den so leicht entwischen können, indem wir irgendwie mal auf 60, 80, 100 Meter runtergehen. Ich denke, da müssen wir schon in andere Schichten vordringen, dass die uns da irgendwie dann, dass die ablassen von uns. So, 43%. Ja, das könnte sich noch ausgehen, oder? Das sieht gut aus. Ja, da kommen wir noch hin. Okay, dann schauen wir mal. Elk Island, Liberty, 7186. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Dann werden wir wieder unsere altbewährten 6,5 Meter Tiefgang mit Aufschlagzünder benutzen. Ich schätze mit den Aalen aus. Okay, alles gut. Ja, wunderbar. Können natürlich vorsichtshalber schon mal hier auf ihn auch noch rechnen, aber ich glaube, wir sollten tatsächlich erstmal mit einem vorlieb nehmen. Wen hätte man denn hier noch? Wird sich der vielleicht noch lohnen? Ja, nicht so wirklich. Also schon auch, aber... Nee, ich bleib jetzt mal bei meinem ursprünglichen Plan. Ich schmeiß das jetzt nicht alles wieder über den Haufen. Das ist schon gut so. Okay. Dann schauen wir mal. Klar machen zum Unterwasserschuss. Wir lassen natürlich den Winkel noch ein bisschen günstiger werden. Torpedotiefe 6,5. Rohr 1 bewässert. Rohr 1 klar zum Unterwasserschuss. Mit so, ja, ich glaube, so ist ziemlich perfekt. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, noch einen zweiten hinterher zu feuern, falls der erste nicht genügt. Rohr 1, los. So. Und sobald das hier erledigt ist, gehen wir auf Tiefe. Täuschkörper bei vielleicht 30, 40 Meter idealerweise raussetzen. So, Spannung steigt. Tonnage ist übrigens seitens BDU gar nicht gefordert, aber die freuen sich natürlich, wenn wir ein bisschen was mitbringen. Ist auch bewaffnet, kann man ganz gut erkennen. Und nicht zu knapp. Hier oben kann man was erkennen. Am Heck. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Okay, kracht jeden Moment. 30 Sekunden. So. Das sieht gut aus, Männer. Gut, dann warten wir noch einen Moment. Schauen mal, wie sich das hier entwickelt. Da hinten gehen schon direkt die Suchscheinwerfer an. Das sind die Korvetten. Das sollte doch hoffentlich genügt haben. Treffer. Feuer an Deck. Naja. Schauen wir mal. Also unser Zeitfenster ist halt jetzt nicht unendlich. Wir könnten jetzt noch einen zweiten hinterher feuern.
Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt. Wollen wir auf Nummer sicher gehen? Na, wobei. Wir warten noch einen Moment. Ein bisschen Zeit haben wir durchaus. Er müsste doch zumindest evakuiert werden. Das reicht ja vollkommen. Ja, wird evakuiert. Okay, damit hat sich das erledigt. Elk Island ist Geschichte und ich denke, der säuft sowieso ab. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt auf Tiefe. 150 Meter. Und ich lasse die Motoren jetzt auch gar nicht laufen. Ja, da wird aber wild durch die Gegend gefunkt hier. Kapitän? Wobei. Herr Kaloy? Wir lassen das noch mit dem Täuschkörper. Wir warten einfach mal ab, wie sich das entwickelt und lassen uns einfach absacken. Schön tief runter. Wir gehen ruhig mal auf 160 Meter runter. Und alles schön ruhig. Schauen erstmal, was der Gegner macht. Schleichfahrt. Ruhe ins Boot bringen. Keine Torpedowartungen durchführen. Boot steuert gleich 100 Meter. Wenn wir ganz viel Glück haben, entdecken die uns gar nicht. Aber wenn sie uns entdecken, sind wir natürlich hier wirklich, dann haben wir ein großes Problem. Füße stillhalten, Männer. Wir bleiben erstmal bei 160 Meter stehen. So, die kreiseln hier oben durch die Gegend. Können wir hier noch irgendwas erkennen? Der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Motivation, aber ist schon evakuiert und wird sich nicht mehr hier fortbewegen. Also schon sehr stark gesichert, ne? Was Anzahl Sicherungsfahrzeuge angeht, für so einen doch recht überschaubaren Konvoi, ist das schon echt eine ganze Menge, was hier rumkurft. Es wäre natürlich schon auch reizvoll, nochmal dran zu kommen und vielleicht den Kollegen hier drüben auch noch mitzunehmen. Das dürfte ja auch nochmal Liberty sein oder irgendwas in der Dimension. Also in jedem Fall hat er auch nochmal um die 7000. Aber jetzt, wo die aufgeschreckt sind, wird das natürlich schwierig werden. Oh, der wäre natürlich auch noch schön. Auch ordentlich bewaffnet. Die sind alle gut bewaffnet hier. Also auch das hat natürlich zugenommen im Laufe der Zeit. Na, jetzt schauen wir mal. Gehen wir ruhig noch ein ganz klein bisschen tiefer. Ja, wobei wir... Ja, doch. Wir gehen mal auf 170 runter. Lassen uns noch ein wenig absacken. Na, da wird uns doch jetzt mal langsam einer hier orten, oder? Also nicht, dass ich das herbeisehne, aber... 200 Meter. Noch kam keine Meldung Sonarpeilung. Sonarmeldung. Ja, ich hab's herbeigeredet, glaube ich. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir parken uns mal unter dem Elk Island ein. Er ist ja noch nicht abgesoffen. Der hängt noch an der Wasseroberfläche. Vielleicht können wir uns hier einfach ein bisschen verstecken. Wasserbomben. Jetzt kommen schon die Wasserbomben. Welcher wirft? Er wahrscheinlich. Ist in jedem Fall noch zu weit weg. Ja, das kam natürlich auch in den Kommentaren, dass ein Zuschauer den Eindruck hatte, dass die jetzt Hedgehogs an Bord haben. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich, ob das quasi funktional schon ins... Spiel eingebracht wurde, aber es hatte tatsächlich hat so gewirkt beim letzten Mal. Also es kann schon sein. Wasserbomben. Wasserbomben.
Wasserbomben. Tiefe verändern. Wir gehen mal auf 150 Meter und jetzt, wo es kracht, gehen wir auch mal kurz auf große Fahrt. Ich würde gern zu dem Elk Island hinkommen, dass wir uns hier mal einparken können. Ah, es kracht schon ordentlich. Wasserbomben. Wasserbomben. Da kommt schon die nächste Serie. Man hört auch die Bordkanonen der Kriegsschiffe. Die sorgen dafür Illumination. Wasserbomben. So, neue Tiefe ist erreicht. Bisschen mit der Fahrt runtergehen. Ich erkenne gar keine Detonationen. Ich hätte jetzt nur gerne abgeschätzt, wie hoch, wie tief die eingestellt sind. Alarmzustand eigentlich ausgelöst. Okay. Na, jetzt haben sie uns schon so ein bisschen am Wickel hier. Aber runter mit der Fahrtstufe. Langsam, langsam, langsam. Die haben erstmal abgelassen. Direkt über uns, Herr Kaloy. Jetzt wird es hier wieder ein bisschen brenzlig. Und alle Maschinen. Stopp. Wir sind genau unter dem Elk Island. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der in der Zwischenzeit jetzt nicht absäuft. Hatten wir auch schon mal, dass uns quasi einer auf den Kopf gefallen ist. Sieht aber nicht so aus, als würde der von alleine untergehen. Deswegen können wir hier vielleicht erstmal ein bisschen verweilen. So, Maschinen sind gestoppt. Und die scheinen auch wieder ganz normal weiterzufahren. Also ich denke, das sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir auch, glaube ich, so ziemlich den ganzen Konvoi in Sichtweite. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das, da waren aber noch mehr, oder? Ich meine, waren die nicht 6 oder 7? Ah, die waren schon zu 7, glaube ich. Aha, da ist wieder einer aufgeploppt. Und da müsste eigentlich noch einer sein. Aber gut. Situation scheint zu weit ausgestanden zu sein. Ich würde es auch gar nicht drauf anlegen, dann nochmal dran zu gehen. Andererseits, gut, die fahren sowieso Richtung Gibraltar, da wollen wir auch hin. Also man könnte noch einen zweiten Versuch wagen. Aber erstmal lassen wir hier ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Warten, bis die abgelaufen sind. Dann versenken wir noch den Elk Island und dann schauen wir mal, ob wir da nochmal dran kommen. Wenn die diese Formationen beibehalten sollten. Naja, könnte man schon versuchen, auf der Seite hier nochmal dran zu gehen. Das müsste doch auch einer in der Dimension Liberty sein, oder? Boah. Da könnte man noch was mitnehmen. Na schön, also das ist ja schon mal ziemlich gut verlaufen. Lassen wir die mal abdampfen. Alarmzustand beenden. Alarm abgebrochen. Ich denke, da sind die auch weit genug weg. Kurz auf diese Koordinaten setzen. Wir schippern hier mal unter dem Elk Island wieder heraus. Gehen schon mal auf Seerohrtiefe. Drehen uns. Und versenken den Bruder noch. Sehr schön. Das hat schon mal wunderbar funktioniert. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Gut, dann wollen wir mal 1WO. Wir warten nochmal der 1WO. Suchen, glaube ich. Ne? Okay, Schrewe hat gerade eh nichts zu tun.
Umschalten auf Rotlicht. Klar machen zum Auftauchen. Klar machen zum Artilleriebeschuss. Fluten. Fünf Meter, vier. Turmlok ist frei. So. Kurzer Rundumblick. Da hinten ist noch die ganze Malhalla. Aber weit genug weg, kann uns aktuell nicht gefährlich werden. Und hier vorne liegt die Empire Elk. Ne, Moment, wie hieß sie? Elk Island. Die Elchinsel. So dann. Zu Befehl. Bringen wir es zu Ende. Können dann auch die Rettungsboote noch versorgen. Offiziere einpacken. Deckelschutzmunition haben wir übrigens ausreichend dabei. Ich habe diesmal zwei Stapel Reserve eingepackt, weil ich glaube, wir brauchen einfach nicht so übermäßig viel Proviant. Wir sollen ja nur nach La Spezia kommen. Alles kein Problem. Und ein Versorger steht auch relativ nah hier dran. Ich habe also einen nochmal verlegen lassen. Feuer an Deck. Sollte ungefähr, ich würde sagen, so 300 Kilometer, das war's, westlich von Gibraltar stehen. So, das wäre erledigt. Kompressor läuft. Dann schauen wir hier mal ganz kurz rein. Überlebende an Bord nehmen. Ich nehme natürlich wie üblich nur Offiziere. Das ist halt noch so ein bisschen zu Brot, ne? Da haben wir schon die Offiziere. Die packen wir mal ein und versorgen noch ein, zwei Rettungsbötchen. Die kriegen, ja, das Brot ist jetzt auch schon echt ein bisschen älter. Das haben wir noch vom letzten Versorger. Kriegen die jetzt hier. So, muss auch genügen. Also wegen den paar Ansehenspunkten müssen wir jetzt auch nicht mehr rumtun. Wie viel haben wir denn? Wir haben 14 und ich weiß damit eh nicht mehr wirklich was anzufangen. Von daher brauchen wir da auch nicht mehr. Das ist natürlich eine ganze Weile ist das cool, wenn man Ansehenspunkte braucht. Aber ich meine, Forschungen sind jetzt komplett alle durch. Habe ich überhaupt erwähnt, dass wir jetzt einen Schnorchel dabei haben? Nee, ich glaube nicht, ne? Hier sieht man ihn. Schnorchel ist also eingebaut, auch schon mit der Anti-Radar-Beschichtung. Also mehr gibt es einfach nicht mehr zu erforschen. Deswegen haben wir keinen Bedarf mehr für Ansehenspunkte. Ja, von daher. Ich habe sogar schon in weiser Voraussicht, das kann ich euch vielleicht sogar noch schnell zeigen. Was ist hier noch? Achso, das ist die Verlegung. Hier oben. Wenn wir uns dann mal hier nach Norwegen begeben und der Flottille, ich glaube, in Bergen anschließen, da habe ich auch schon den U-Boot-Bunker bauen lassen. Also mehr können wir jetzt einfach nicht tun. Wir könnten hier noch Leute an die Marineakademie entsenden. Aber ja, ist halt auch nicht notwendig. Also Helgoland könnte man noch die U-Boot-Bunker bauen, aber das ist dann wirklich nur, könnte man noch machen, wenn uns ganz langweilig wird und wir echt nichts Besseres zu tun haben, sozusagen. Okay, gut, dann lassen wir die mal wieder einsteigen. Darf mal derweil kurz an den Kartentisch gehen. Und dann werden wir zusehen. Ja, wir setzen einfach mal Kurs. Wir müssen ja eh in die Richtung, von daher schauen wir halt, dass wir nochmal drankommen, oder? Wir uns hier nochmal vorsetzen und dann, ja, dann riskieren wir halt nochmal einen zweiten Schuss. Kann ja nicht schaden, ne? Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Funkerei besetzen. Wir geben das hier mal durch. Elk Island versenkt. Und dann gehen wir wieder dran. Knapp zwei Stunden später sind wir wieder ungefähr gleich auf. Ich habe gerade auch nochmal das Phänomen beobachtet, dass wieder eins der Sicherungsfahrzeuge ausgebrochen ist, eine Weile auf eine Richtung zugelaufen ist, also in unsere Richtung ganz grob, hat dann aber wieder eingeschert und hat sich wieder Information begeben. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber das wäre natürlich schon, so könnte man praktisch darstellen, dass der Gegner dazugelernt hat. Und das war ja durchaus so eine gängige Taktik, einfach um eventuelle U-Boots-Bedrohungen direkt abzudrängen. Auch wenn man vielleicht kein U-Boot gehorcht oder gesichtet hatte. Einfach mal aus der Formation ausbrechen, in eine Richtung laufend, wo man vielleicht eine gute Schussposition für ein U-Boot vermuten würde, einfach um die Boote abzudrängen. Wenn sie das mit eingebaut haben tatsächlich, dann wäre das natürlich schon ziemlich cool. Also ein schöner Aspekt.
Gut, wir versuchen mal näher dran zu gehen. Sind ja noch weit genug entfernt. Und einen würde ich schon ganz gerne noch mitnehmen, bevor wir uns dann Richtung Gibraltar begeben. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. So, und dann können wir auch gleich mal den Schnorchel zum Einsatz bringen. Schauen wir nochmal. Alles schon ganz gut zu erkennen. Sind aber relativ weit verstreut. Und hier werden halt die dicken Brocken. Die auch relativ ungeschützt sind aktuell. Also das müssten die beiden Liberty sein, die wir gesichtet haben. Da vermute ich mal, das wird ein Bewacher sein. Und was fährt hier vorne weg? Das ist doch auch ein Zerstörer auf jeden Fall. Hier auch ein Frachter, aber eher so Kategorie 5000, würde ich mal sagen. Okay, interessant. Also die sind schon so ein bisschen isoliert hier. Die beiden geschätzten Liberty. Aber wenn wir die natürlich irgendwie hier so isoliert vorliegen haben sollten, dann wäre es natürlich perfekt, auf die beiden zu operieren. Moment mal, muss man das hier gerade nochmal ansehen. Ist natürlich der dämliche Mast im Weg. Da ist noch der hintere. Die hintere Sicherung. Aber ich denke, wir fahren jetzt tatsächlich genau drauf zu. Wir gehen auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Jawohl, Herr Kaloy. Könnten jetzt bei Bedarf natürlich auch den Schnorchel verwenden, aber... Zu Befehl. Wechseln auf E-Motor. Würde ich jetzt erstmal noch abwarten. Eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay. Also so können wir auf jeden Fall auf ihn hier einen Schuss landen. Das sollte kein Problem sein. Da die Lücke ist groß genug. Der wird ein bisschen schwierig. Aber wir können uns ja erstmal einfach auf den einen hier fokussieren. Gut, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Verstärkung dazu. Gehen noch etwas näher dran. Schauen wir, kriegen wir das hin mit großer Fahrt? Müsste normalerweise genügen. Sonst packen wir den Schnorchel einfach raus. Fahren Parallelkurs für die Kursberechnung. Setzen uns dann gleichzeitig auch ein Stückchen vor, um direkt in Schussposition zu kommen. Derweil wird hier der Kurs berechnet, die Torpedolösung. Das sollte eigentlich funktionieren. Einmal kontrollieren, Geschwindigkeit. Es reicht ja, wenn wir ein bisschen schneller sind als er. Und das ist auch der Fall. Sonst können wir natürlich auch noch hier... Moment, wir gehen einfach auf AK. Oh, kein Problem. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Wir spekulieren jetzt einfach mal darauf, dass die das nicht zu hören bekommen. Zerstörer gemeldet. Ja, die sind schon so ein bisschen zersprengt jetzt hier, ne? Gut. Gut für uns. In jedem Fall. Wen haben wir denn hier? Montrolite. 83% Kursberechnung. Dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht auf ungefähr einen Kilometer... Ja, wunderbar. Wenn wir uns hier vorne drehen, dann sind wir in der perfekten Schussposition. Ja. Gut, wunderbar. Lehrbuchmäßig würde ich mal sagen. Anlauf beginnt. Sehr wohl, Herr Kaloy. So. Besser geht's kaum. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Nochmal ein letzter Blick. Kriegsschiffe sind weit genug entfernt, dass wir hier noch einigermaßen vernünftig ablaufen können. Tiefgang wird wahrscheinlich wohl auch das gleiche sein. 7,2. Winkel ist gut. Da ist noch ein Zaunkönig geladen. Nehmen wir Rohr 3. Bewässern. Ja, können wir alles so stehen lassen. Lassen den Winkel noch ein bisschen günstiger werden. Rohr 3 bewässert. Perfekt. Rohr 3. Los. Kurs auf diese Koordinaten. Gleich ablaufen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der trifft und ihn auch zumindest stoppen wird. Wir haben hier freie Bahn zum Ablaufen. Zu Befehl. Schneller,
Machen wir auch ruhig direkt ein bisschen schneller hier. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Bis Torpedoeinschlag. Und wir schauen uns das Ganze hier natürlich an. 30 Sekunden. Ja, ist natürlich wunderbar für uns, weil wir ja sowieso, wie gesagt, nach Gibraltar müssen. Von daher verschwenden wir jetzt keinen Sprit in dem Sinne, also keinen Treibstoff. Wenn wir hier noch ein bisschen länger an dem Konvoi dranbleiben sollten. Ah, der hat schon mal ganz gut gesessen. Weil wir so oder so in diese Richtung marschieren. Mal abwarten. Wir warten noch einen kleinen Moment, schauen erstmal, was hier passiert. Sieht aber schon alles sehr vielversprechend aus. Zerstörer gemeldet. Naja, die werden jetzt natürlich langsam hier sich in diese Richtung begeben und Liberty wird evakuiert. Sehr gut. Das heißt für uns, wir laufen ab. Wollen wir es vielleicht mal versuchen mit Schnorchel und AK? Ich weiß schon, also das wäre ein unrealistisches Szenario. Aber solange das funktioniert, weil dann können wir jetzt hier einfach mit 17 Knoten abmarschieren. Beide Maschinen AK und einfach mal hier in diese Richtung Land gewinnen. Funktelegramm. Okay, das ist die Torpedierungsmeldung. Ah, er läuft sogar direkt ab. Okay. Hat genügt. Ausgezeichnet. Funken. Ja, wir waren Funkstille erstmal. Oh shit, da kommt schon irgendwas angedampft hier, oder? Den kann das sein? Oder ist das hier eine optische Täuschung? Herr Kaloy. Ja, hier sieht man den Schnorchelmasten jetzt auch schön. Maximale Drehzahl 17 Knoten bei den Maschinen AK voraus. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich so abzulaufen. Das macht natürlich jetzt einen Höllenlärm. Aber schauen wir mal, wie der Gegner reagiert. Noch hören wir auch hier noch ganz, ganz gut. Jetzt kommt natürlich die Sonarpeilung. Und die drehen auch schon ein bisschen durch hier. Na gut, die haben uns entweder gehorcht oder halt gesehen, weil wir haben natürlich jetzt auch Abgasfahne. So können wir aber trotzdem zumindest schon mal ein bisschen Distanz reinbringen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay, ich würde es jetzt, glaube ich, folgendermaßen machen. Täuschkörper raus und Alarm tauchen. Dass wir uns hier mal verkrümeln. So Männer, Schnorchel einfahren, umkuppeln auf E-Maschinen und Alarm tauchen. So. Ja, war jetzt natürlich ein bisschen unsinnig, gebe ich zu. Mit der Schnorchelei haben wir uns halt jetzt schon ordentlich bemerkbar gemacht durch den Radau und die Abgasfahne, aber... Wir hatten ihn ja noch nicht getestet, ne? Und dann machen wir das hier gleich unter ernsten Bedingungen. Zero einfahren. Sonarwellen, Herr Kaloy. Ja, nur keine Panik. Boot stößt schnell in die Tiefe. Nur keine Panik, wir sind alte Hasen. Ich habe heute generell ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Viel, viel besser als beim letzten Mal. Man soll ja auf sein Bauchgefühl hören. Und der Alte hat ein zuverlässiges Bauchgefühl. So. Frage Tiefe, 150. Schleichfahrt.
bei einer Maschine kleine Fahrt voraus. Feindlicher Zerstörer auf 6 Uhr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nochmal einen Zacken einbauen. Auf 180 Meter gehen. 160. 180. Ah ja, die sind schon dran. Bestätigt. Die sind sogar sehr gut dran. So. Jetzt wird's unangenehm. Kapitän? Was war denn mit dem Alten los? Hochroter Kopf. Also dieser Mützenbug, ich nenne ihn mal so, der besteht ja schon seit einer ganzen Weile. Der tritt aber nur bei der Kommandantenmütze auf, ne? Alle anderen haben ihre Mützen ganz normal hier sichtbar. Ist nur beim Alten so. Wo bleiben die Bomben? Müssten uns doch in diesem Moment überlaufen. Keine Abwurfmeldungen. Machen wir uns nochmal ein Bild. Gut, die werden jetzt natürlich auch wirklich ultra nah zusammen hier, ne? Also ich würde mal sagen, nach Regulatorien sollte man hier jetzt keine Wasserbomben abwerfen, wenn der Kollege so... Naja, wobei, das sind schon ein paar Meter. Ah, er wirft schon mal nichts. Na, wenn, dann müsste er werfen, ne? Der käme jetzt in eine ziemlich ideale Position. Schmeißt uns aber auch nichts auf den Deckel. Haben sie uns wieder verloren aus der Ortung? Ich meine, wir sind jetzt tief unten, ne? Na? Jetzt aber, oder? Rauscht an unserem Heck vorbei, dreht sich nochmal. Wir schlagen auch einen Haken. Sehr wohl, Herr Kaloy. So eine Abheilung. 200 Meter. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ah! Das sieht gut aus. Gleich wieder etwas höher gehen, 160 Meter. Alle Maschinen stopp. Die laufen ab. Das war's schon wieder. Da kommt ein anderes Boot an. Jetzt, da, sieh mal einer an. Der kommt ja völlig aus dem Nichts. War das ist das U320, die jetzt einfach quasi... Aber hier ist auch nochmal ein Einzelschraubengeräusch. Okay, jetzt wird's interessant. 160. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kurs ändern, beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Auf Seerohrtiefe gehen. Jetzt wird's interessant, Männer. Ein zweites Boot gesellt sich dazu. Was machen wir denn mit der Situation? Der kam ja wirklich völlig aus dem Nichts. Ich frage mich halt auch immer, ob das wirklich was bringt, die Funkerei, ob dadurch wirklich Boote herangebracht werden oder ob das jetzt reiner Zufall war. Wenn das wirklich was bringt, dann ist es natürlich super cool. Gut, das andere Boot ist natürlich auch getaucht. Okay, das könnte noch interessant werden. Wir werden herausfinden, wie sich das hier weiterentwickelt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.